Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Susanne und ich zeige dir jetzt einfach mal so ein bisschen, wie das hier eigentlich funktioniert, und gebe dir so ein bisschen Einblick in den Kursbereich, in den internen Bereich, damit du mal gesehen hast, wie das überhaupt aussieht. Und ganz kurz noch vorab, für die meisten ist es sehr überfordernd, wenn alles auf einmal kommt. Deshalb habe ich mir mit ganz, ganz vielen das so angewöhnt, wenn wir im Unterricht zusammen sind, werden wir schnell feststellen, woran du zuerst arbeiten möchtest. Und wir sprechen dann ab, was wir dir sozusagen in deinen internen Bereich reinladen. Und dann arbeitest du das erstmal ab und bekommst dann dein Feedback darauf. Und wir arbeiten daran und du hast dein Material dort zur Verfügung, damit es nicht überfordernd für dich ist. Ja? Und ich zeige dir jetzt erstmal so ein bisschen, was es so alles gibt. Und wie das alles so funktionieren kann. Und das ist immer in Absprache mit dir. Und wir überfordern dich nicht, sondern wir laden dir wirklich nur das in deinen Bereich, was du dann brauchst, ne? Dass du nicht alles auf einmal hast. Hier muss ich jetzt hingehen, glaube ich. Und dann hierhin. Also das ist jetzt hier nur die erste Seite sozusagen. Also hier sind, ups, mal zurück. Also hier sind diese ganzen möglichen Kurse. Ja, also das wird immer noch mehr. Das ist auch schon viel, viel mehr vorhanden. Und wir gucken dann, was zu dir in den Bereich rüberwandert, also was bei dir dann erscheint. Und wenn du in deinen internen Bereich reingehen möchtest, dann kommst du hier sozusagen auf dieser Seite. Also das hier ist deine Startseite von der. Die sieht auch bestimmt immer mal anders aus, aber du gehst einfach auf fluidacademy.de und dann hast du hier oben ganz rechts kannst du auf dieses Login mit dem kleinen Notenschlüssel klicken und dann kannst du dich hier eingeben. Ups, Moment. Ich will ja das nur alles zeigen, damit du weißt, wie das dann immer funktioniert. Und dann kommst du hier in so einem Dashboard an. Und also du kannst hier auch dein Profil verändern und alles Mögliche machen. Für dich ist jetzt erstmal nur relevant. Also ich habe jetzt hier erstmal nur 10 Kurse reingeladen, damit du das einfach mal sehen kannst. Und du kannst dir hier natürlich so die Kurse angucken. Und du kannst aber auch einfach hier draufklicken und da nochmal alles sehen und direkt einsteigen. Und da wären dann hier zum Beispiel, wenn du zum Beispiel auf die romantischen Etüden gehst, ja, dann kannst du hier sehen, was alles enthalten ist. Du findest hier immer deine Noten, das zeige ich dir mal. Also die sind hier hinten hochgeladen. Und dann kannst du hier, wenn du draufklickst, Moment hier, findest du eine Etüde und es wird sozusagen wöchentlich wird dann was für dich freigeschaltet, ne? Und wenn wir an etwas Speziellem arbeiten, was früher freigeschaltet wird, dann lade ich dir das früher hoch oder so. Also das ist alles vorhanden und wird dann sozusagen Woche für Woche freigeschaltet. Du hast dann hier ein Video, was du dir anschauen kannst. Dann gibt es hier noch so bestimmte Fokussachen, auf die du dich konzentrieren kannst. Und also du siehst hier, es ist eine Menge vorhanden. Und das Schöne ist, wenn du dann fertig bist, dass, wenn du das dann fertig hast, sozusagen kannst du das abhaken und dann siehst du halt tatsächlich auch deine Fortschritte. Also hier kannst du das machen. Genau. Ja, und dann hast du hier so ein grünes Häkchen. Und dann kannst du im Laufe der Zeit auch sehen, was so deine einzelnen Fortschritte sind. Ja. Also du siehst dann die ganze Zeit, was du schon erreicht hast, ne? Genau. Also es gibt hier einen Vibrato-Kurs, dann gibt es die kleinen melodischen Übungen. Es gibt noch einige Repertoire-Stücke, die wir natürlich dann zusammen absprechen. Hier bekommst du erklärt, wie du ganz einfach Musikaufnahmen zum Beispiel machen kannst und das hochladen kannst. Da kommt dann später auch eine kleine Einführung in Ableton. Das ist jetzt noch nicht so weit, das ist erst im nächsten Jahr dann.
Hier gibt es erste Etüden von Gariboldi, die kennst du vielleicht auch schon. Wenn du Einsteigerin oder Einsteiger bist, dann findest du hier erste Stücke. Es gibt auch einen Einsteigerkurs. Also das hier wäre dann sozusagen die Fortsetzung von dem Einsteigerkurs. Und auch das hier, das wären so die ersten Töne oder die ersten Tonübungen für Anfänger auf der Querflöte. Die wären sozusagen die Fortsetzung für den Einsteigerkurs. Und das hier ist dann eher für Fortgeschrittene. Also da geht es dann auch schon so ein bisschen um de la Sonorité beziehungsweise andere Einspielübungen. De la Sonorité kommt hier nochmal vollständig, ne? Also dass du wirklich systematisch lernst, wie du mit diesem Werk arbeiten kannst. Und es gibt hier noch einige andere Werke, die jetzt hier in dem Bereich nicht drin sind. Ich wollte dir bloß mal zeigen, wie das eigentlich aussieht, wie das alles funktioniert, wie du da reinkommst, ne? Und wie gesagt, du siehst dann die ganze Zeit deine Fortschritte. Hier erscheinen dann die Kurse, die du schon fertig hast, also die du schon abgeschlossen hast, was du begonnen hast. Und hier siehst du dann halt tatsächlich, warte mal, und gucken mal. Mal hier. Hier haben wir ja gerade was abgeklickt, ne? Also hier siehst du dann eben, was du geschafft hast und wie du vorwärts kommst, ne? Genau, das wollte ich dir bloß einmal zeigen. Jetzt gehe ich aus der Freigabe raus. Und wenn du da noch Fragen hast, dann kannst du mich natürlich auch jederzeit fragen und dann kann ich dir das noch anders zeigen. Und wenn du Fragen hast, was noch alles drin ist, dann sage ich dir das natürlich auch. Genau. Und du kannst, wie gesagt, dich einfach für eine Stunde melden, also zum Kennenlernen und zum Rausfinden, ob das, woran du arbeiten möchtest, ob ich da schon was für dich habe, beziehungsweise dass wir das dann selber erarbeiten zusammen. Ne? Okay, also melde dich, wenn du Fragen hast und ich freue mich auf dich. Bis dahin. Stopp.